Willkommen zum Kanal Wirtschaft und Finanzen. Die Regierung ist gerade dabei, über die erste kleine Maßnahme zur Reduzierung der Pull-Faktoren bei der illegalen Zuwanderung zu zerbrechen. Hier geht es um die Bezahlkarte, die eingeführt werden soll, die auch schon in zwei Stadtkreisen eingeführt worden ist, in Baden-Württemberg, glaube ich, und da auch sehr erfolgreich. Also da gab es tatsächlich dann Leute, die dann abgewandert sind und das Land freiwillig verlassen haben sozusagen, obwohl sie, und die hier keine Aufenthaltserlaubnis, glaube ich, hatten. Ja. Und da hat die Regierung dann beschlossen, also alle drei Parteien, Grüne, SPD und die FDP, jetzt die Bezahlkarte flächendeckend in Deutschland einzuführen. Ja, das bedeutet keine Geldüberweisung mehr. Und mit diesem Geld kann man ja dann quasi auch illegale Zahlungen machen, wie zum Beispiel die Schlepper bezahlen, Geld nach Hause schicken zu Verwandten oder auch Drogen einkaufen oder zu viel Alkohol und Zigaretten und was weiß ich. Und da haben wir gesagt, nee, das soll ja für den normalen, für die Versorgung sein, also Lebensmittel und Kleidung und solche Sachen, die man braucht. Dafür soll das Geld sein. Da wird eine Bezahlkarte eingeführt, damit kann man in den Läden dann bezahlen und dann ist gut, dann sind die Leute versorgt. Ja, können das aber nicht irgendwie anders verwenden. So, und da haben auch die Grünen zugestimmt und jetzt sind die Grünen dabei, dem zu widersprechen. Die wollen dem Gesetz nicht zustimmen und die sagen, ja, das geht doch auch ohne Gesetz, das wird ja auch schon eingeführt, das stimmt aber nicht, weil das nicht, das kann man nicht für alle Bereiche einführen von Zuwanderung oder von illegaler Zuwanderung und von Leuten, die sich hier aufhalten und noch keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, sondern nur für Leute, so viel ich mich informiert habe, für Leute zum Beispiel, die in Asylheimen wohnen, da kann man das machen heute, ja, aber nicht für welche, die untergebracht sind, in Wohnungen oder woanders. Also da gibt es Abstufungen. So, damit die Städte das gesetzessicher ein- oder einführen können, ohne dass sie mit Klagen rechnen müssen, mit riesen Klagenwellen, braucht man dieses Gesetz. Herr Kubicki hat sich dazu schon geäußert, dass das gar nicht geht, dass es abgesprochen ist und sogar Kevin Kühnert, ja, der nun ganz links außen ist, hat gesagt, hier müssen jetzt mal alle zustimmen oder hier haben schon alle zugestimmt, jetzt müssen wir es auch umsetzen, das ist ja lächerlich. Und die Ampel macht wieder ein ganz, ganz schlechtes Bild im für die Deutschen momentan wichtigsten Politprojekt. Ja, das ist so gerade die Situation und auch einige Grünen, Verantwortliche, ehemalige Grünen wie Boris Palmer oder der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg sind langsam sauer und auch die Ministerpräsidenten, alle Ministerpräsidenten, ich glaube 14 Stück haben da schon sofort zugestimmt, die wollen jetzt langsam eine Umsetzung haben, weil sie vor Ort einfach nicht mehr zurechtkommen mit den Flüchtlingszahlen, die sie unterzubringen haben. Also die Schulen können nicht mehr vernünftig operieren, es gibt keinen Wohnraum, die Ärzte sind überbelastet. Hier muss einfach mal eine Lösung her, die zwar auch menschlich ist, eben aber auch für die, die jetzt hier schon in Deutschland sind, auch realistisch sind, damit man halt in vernünftigen Art und Weise auch weiterleben kann hier. Ja, und daran kann die Koalition es tatsächlich vielleicht zerbrechen, weil die Grünen sich jetzt hier halt ja ein bisschen hinterhältig verhalten. Sie haben stimmen zu und dann wollen sie es nicht umsetzen. Ja, da weiß man auch nicht, die linke Seite weiß nicht, was die rechte tut. Und ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Wenn euch das gefällt und ihr weiter darüber informiert werden wollt, dann aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal. Vielen Dank.